Let's Play der Herr der Ringe, die Eroberung, und damit herzlich willkommen zurück hier auf Slendytube. Wir sind mittlerweile in den Minen von Moria angelangt und dort wird uns vermutlich einiges erwarten, und was genau, das wird uns Elrond jetzt berichten. Und auch im Norden zieht aus den Minen von Moria eine neue Gefahr herauf. Hier hatte vor langer Zeit Gandalf nach tagelangem Kampf den Balrog bezwungen. Und während er seinen Sieg mit dem Leben bezahlte, konnte der Ringträger aus jenen dunklen und tödlichen Hallen fliehen. Aber in den Tiefen Morias lauern bis heute Orks und so manch andere Abscheulichkeit. Nun naht die Stunde, in der die freien Völker Moria zurückerobern müssen. Und Gimli, der Zwerg, wird sie anführen. Aber sie müssen wachsam sein. Denn auf Schritt und Tritt öffnen sich tiefe Abgründe. Und Gandalf befürchtet, dass ein neues Übel die alten Hallen in Besitz genommen hat. Juhu, ein neues Übel. Da freuen wir uns drauf und dürfen jetzt hier die Minen von Moria zurückerobern. Und ja, los, los, los. Mit was fange ich an? Ich würde sagen, mit einem Krieger. Und dann los geht's. Schnell! Zu Balins Grab! Gimli wartet dort auf uns! Juhu, da freue ich mich schon drauf. Gimli, einer meiner absoluten Lieblingscharakter aus Herr der Ringe, auch wenn ich ihn bei diesem Spiel ja nicht sehr gerne spiele. In diesen dunklen Hallen regt sich kein Lüftchen. Ich spüre eine böse Macht. Ja, die kann nicht irgendwie zufällig von den Orks da vorne kommen, oder? Gott, das ist ein Vollidiot. Ja, jedenfalls, Gimli spiele ich bei diesem Spiel hier nicht sehr gern, weil, der ist scheiße zu spielen. Der ist so klein. Was dran liegt, dass er ein Zwerg ist, aber trotzdem. Auf zu Balins Grab! Dort sammeln wir uns! Na dann, los geht's! Juhu! Lasst uns Orks jagen, ich liebe diesen Satz. Gut. Wir müssen gehen mal uns an Balins Grab sammeln. Gimli wartet dort auf uns. Mit ein bisschen Glück wurde der Typ, der gerade die ganze Zeit geredet, wurde der jetzt erschlagen. Hat euch niemand gesagt, ihr sollt euch beeilen? Ah, warte nie auf einen Elb! Wie geht's dir? Niemand bezwingt. Wir sitzen in der Falle. Es gibt keinen Weg hinaus. Wir müssen diese Kammer halten. Na dann mal los. Komm. Sie brechen durch die Türen! Ja? Da kommt ein Höhlentroll! Ui. Der Troll läuft in die falsche Richtung. Wie geil. Okay, wir können jetzt als Held spielen und als Gimli, aber ich werde das jetzt nicht machen, weil wie, ja, habe ich ja schon angekündigt, warum. So, den Troll, den müssen wir zum Glück nicht zerlegen. Hinter den können wir hinstehen und dann können wir auf den draufklettern. Und dann können wir ihn aufschlitzen. Und leider stirbt er deshalb nicht. Noch nicht. Haltet Stand! Dann Sie halt kommen nochmal über die Treppe! So, jetzt aber. Und blub. Ein Troll weniger. Aber den habe ich nicht gesehen. Ja klar, beiß nur, kein Problem. Oh, wir werden überrannt. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Kreuzen wir hier unsere Klingen. So, jetzt kommt ihr Bastard. Wir alle müssen diese zusammen. Kammer halten. Jetzt kommt ja der nächste Troll, ich glaube, ich drehe durch. Naja, dann wieder mal den alten Dreck. Uiuiui, oh, der ist eh schon fast tot. So, jetzt ist er ganz tot. Besser als erst verdient. Ui, das sind aber viele Orks. Ah, ja, seid ihr ja alle, ihr hässlichen Viecher, ausgeburten von Sauron hier, grausam. Der Tod ist zu gut für euch. Ja. Mir fällt gerade nicht so viel ein, was ich labern soll, während ich hier die Orks. Wir haben Stand gehalten. Wir müssen über die Treppe nach draußen. Gut, wir müssen über die Treppe nach draußen. Das ist gar nicht schlecht, weil. Wobei, jetzt muss ich auf dem Weg auch wieder irgendwas erzählen. Mir fällt gerade echt nichts ein. Baruch Khazad! Wir müssen die Trolle in ihren Käfig sperren! Was macht ihr so? Ah, schön, schön, schön. Aua! Lasst mich durch, ich muss zu dem Trollkäfig. Aua, hey! Meine Axt will Blut! Aua, hey, lass mich doch mal in Ruhe. Hey, ich komm gar nicht zum Aufstehen, so ein Bastard. Stirb jetzt. Ja, block nur, gell? Tschüss.
I believe I can fly. Gimli, da würde ich zwei nicht runterspringen. Von euch für jeden von uns. Kann ich da runterschieben? Sehr witzig. Ups. Ich war's nicht. Nein, ich nicht. Gimli ist da runtergefallen, der hatte ein bisschen zu viel getrunken, nicht? Ja. Ist ja dafür bekannt, nicht wahr? Oh, die Bogenschützen da hinten wirken auch sehr freundlich. Aua, ich werde schon irgendwas abgeballert. Oh, noch mehr Troll. Ach, da hinten sind die. Das wäre auch zu schön gewesen. Die Trolle kommen aus dem Käfig. Wir müssen ihn schließen. Na klasse, gleich zwei. Da wäre jetzt ein Speer geschickt. Schließ den Käfig mit dem Hebel. Ah, genau deshalb. Schaltet die Bogenschützen aus! Ich bin durchgekommen. Yeah, jetzt kann ich dieses Ding hier zumachen, sonst kommen da noch mehr. Ja, mach! Gut. Uah, Troll. Da, geh doch da drauf, Mann! Aha, aua. Steh auf! Steh auf, okay, wir haben praktisch kein Leben mehr. Bloß so zur Information. Ich brauch einen Heiler! Heiler, schnell jetzt aber. Ach, da. Hey. Meine Heilung wird euch retten. Danke, nochmal bitte. Sonst verrecke ich hier trotzdem noch. Oh, hallo, schon wieder ein Troll. Du kämpfst nicht gegen den Troll, du heilst mich erstmal. Dann reden wir weiter. Okay. Was ist jetzt los? Schockstarre. Ich muss den Troll fällen. Oh, jetzt hoffe ich, dass wir da nicht runterfallen, wenn wir da runterspringen. Jo, nö. Gut. Der Troll ist wenigstens tot, nicht wahr? So, wir bleiben einfach mal Krieger. Wir nehmen Bogenschützen, dann können wir nämlich die Drecks-Orks da hinten runterschießen. Oh, und vielleicht den Troll hier noch. Das Problem ist, mit einem Bogenschützen kann man nicht auf die Trolle draufklettern. Aber das soll mir jetzt gerade mal egal sein. So, sind die Orks da hinten noch? Ja. Nein. Oh Gott, schieße ich schon daneben, ist ja ganz furchtbar. Stirb, du Mistviech, und komm nicht näher, sonst habe ich ein Problem. Jetzt nehme ich extra Bogenschützen, dass ich die Orks da hinten runterschießen kann. Jetzt sind die nicht mehr da. Fick dich, bleib weg. Tschüss. Oh. Das ist die falsche Richtung, Freundchen. Auf Wiedersehen. Jetzt kommt da noch ein. Wie geil, die falsche von alleine runter. Ah. Ja, du. Wenn du sie nicht siehst, sehen sie dich auch nicht, gell? Fick dich doch. Schieß mich hier einfach die ganze Zeit ab. Er ist so ein Bastard. Lass mich mal durch. Papa muss noch arbeiten. Oh, noch mehr. Hä? Ich hab doch das Ding zugemacht. Hallo? Die Trolle sind keine Gefahr mehr. Ich dachte, ich hätte es vorher zugemacht. Besetzt die Brücke von Khazad Dûm. Von dort stoßen wir weiter vor. Alles klar. Bin ich schon so blind? Ich war vorher der Überzeugung, ich hätte das Ding zugemacht. Naja. Wir dürfen nicht verweilen. Wir müssen die Brücke von Khazad Dûm nehmen. Bin unterwegs. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Oh, da sind ja noch ein paar. Du altes Arschloch. Hä? Aua. Okay, wir wurden gerade von diesem Drecksspeer aufgesäbelt. Nun gut. Jetzt nehme ich den Zauberer. Ich sag euch gleich warum. Ach, nicht noch so ein Viech. Hallo? Der hat gar kein Leben mehr. So, jetzt. Warum ich den Zauberer nehme, das werdet ihr gleich sehen. Ich möchte eine kleine epische Szene. Beeilt euch! Wir müssen die Brücke nehmen! Wahrscheinlich verrecke ich auf dem Weg dahin, aber das ist mir gerade egal. Oh, hier, Fressfeuer. Der kommt trotzdem noch durch. Verreckt, ihr Ungetüme! Oh, ihr lebt ja noch. So, So. Oh, ihr seid aber wenig hier. Ihr habt vorhin noch ein paar mehr, gell? Oh, du bist auch tot. Du kommst nicht vorbei! So, das war jetzt meine epische Szene. Wir können erst weiter, wenn wir diese Brücke halten! Jetzt kommt die nächste epische Szene, wenn ich von diesem Speer hier getötet werde oder von nach einem Fall. Warum heile ich mich eigentlich nicht? Ich bin doch. Oh Gott, bin ich ein Vollidiot. So, und es sieht nicht gerade so rosig für uns aus, fällt mir gerade so auf. Weil wir nur noch 4 Leben haben, sozusagen, oder 4 Verstärkungen oder was auch immer. Die Zahl daneben den 2 Arschbacken oder was das darstellen soll.
So, jetzt sind wir hier ein bisschen aufgeräumt. Du auch. Ich weiß gar nicht, warum du so hinkommst, bis weil du so hässlich bist. Na gut. So. Ach, die sollen nach Mordor zurück. Oh, da haben sie noch ein Stückchen vor sich. Beeilt euch! Wir müssen die Brücke nehmen! Lalali, lalalu, lalali, tralalu. So. Wir haben das Gebiet genommen. Die Brücke von Khazad Dûm gehört uns. Vorwärts! Stoße zu Gandalf. Na, das ist gut. Vielleicht können wir den spielen. Den spiele ich nämlich lieber. Gandalf erwartet uns in der ersten Kammer. Wir müssen zu ihm. Ich mache mich gleich auf den Weg, aber dieser Speer, der hat ein bisschen Probleme gemacht. Apropos Speer. Mach ich jetzt auch mal. Ach, da ist er ja schon da hinten. Der im weißen Nachthemd. Hallo. Kämpft weiter! Das hört sich aber sehr Balrog-mäßig an. Und das gefällt mir gar nicht. Dieses Gekrulle. Okay, also hier wird jetzt kein Wir waren doch am Anfang. Aha, wir müssen zu Gandalf! Die erste Kammer ist unsere Zuflucht! So. Das war knapp! Ihr habt Moria getrotzt und euren Mut nicht mit dem Leben bezahlt! Kommt noch. Die Kreatur aus den Tiefen erwacht zum Leben! Wir müssen dem Balrog standhalten! Oder so. Wir sind alle verloren! Wir können als Gandalf spielen und dürfen, wie ich bereits befürchtet habe, gegen den Balrog kämpfen, der da hinten irgendwo rumläuft. Juhu. Lauft, ihr Narren! Eure Schwerter nützen hier nichts! Ja, nee, ihr könnt schon da bleiben, also. Wenn's nur. Mistviech. Stirb! Du Mist, warum brennt's jetzt hier überall? Ey, lass mich in Ruhe. Gut, dass der nicht viel Leben hat. Was schießt mir jetzt wieder? Lass mich in Ruhe. Ui. Jetzt wird er aber sauer. Hallo? Lass mich in Ruhe. Hilfe! Ich weiß, es kommt hier nicht gerade Gandalf-mäßig, dass ich hier verstecken mit dem Viehspiel. Wo bin ich? Da bin ich ja! Wo bin ich? Es hat mich gefunden. Ich hab verloren. Nein, ich lebe noch. Nein, ich lebe immer noch nicht. Ich lebe noch. Ich kann mich ja heilen. Da wundert ihr euch jetzt, wie ich es innerhalb von Sekundenbruchteilen geschafft habe, den Balrog wieder mit vollem Leben zu segnen und mich nach hier hinten zu teleportieren. Das Ganze liegt an, meinem freundlichen PC, der sich gerade eben dazu entschieden hat, dieses Spiel mal kurz zu beenden. Warum genau, hat er selber nicht so genau gewusst. Er hat mich nur darüber informiert, dass das Game nicht mehr funktioniert. Man sieht, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert. Naja, ich durfte vielmehr den ganzen Dreck nochmal machen, also diese ganze Mission, hab's es aber natürlich so geschnitten, dass ihr das Ganze nicht nochmal mit angucken müsst. Zurück in die Dunkelheit, falls Flamme euch von Udun! Ja, gut. Ich werde es auch so überleben. Lauft, ihr Narren! Eure Schwerter nützen hier nichts! So, vielleicht klappt's ja dieses Mal. Ja. Gut. Mittelerde wird nicht länger unter deinem Zorn leiden! Jawohl, wir haben es geschafft. Streckt sie nieder! Aha, er fällt nochmal um. Und wir haben es geschafft! Wir haben Moria zurückerobert, der Balrog ist tot und brennt noch ein bisschen vor sich hin. Endlich ist der Balrog von Morgoth besiegt und in die bodenlosen Tiefen Morias zurückgekehrt. Die Zwerge haben ihre angestammte Heimat wieder in Besitz genommen und die Kreaturen der Dunkelheit fliehen vor unserem Zorn. Doch die Befreier Morias wagen es nicht zu verweilen, denn nun entsendet der dunkle Herrscher Sauron seine Armeen, um die freien Völker Mittelerdes in die Dunkelheit zu stürzen. Gut, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, bye bye.
Hups, was ist jetzt los? Oh, nee, oder? Oh, wie ich sowas hasse. Willst du mich jetzt verarschen, oder wie? Die wollen mich doch jetzt hier echt verarschen. Game funktioniert nicht mehr. Du kannst Scheiß nochmal spielen. Na klasse.